Mann, Axel-Dog Performance. Und heute ist Sonntag und noch sonntags mache ich lustige, nicht so lustige Sachen. Deswegen habe ich so ganz schwarze Finger. Und zwar habe ich mir so einen wunderhübschen 320D gekauft. Da haben wir schon einiges neu dran gemacht. Und jetzt ist noch das Problem, 3 von 4 Glühkerzen zünden nicht oder gehen nicht mehr. Jetzt haben wir 4 neue Kerzen und das Steuergerät gekauft. Und dadurch, dass diese Kerzen an einer total bescheidenen Position sitzen, musste auch die Ansaugbrücke raus. Jetzt habe ich auch die Tragklappen schon rausgebaut. Die kommen raus, die werden dann blind gelegt. Und dann kann ja einer mal beantworten, der sich damit auskennt. Ich kenne das eigentlich so, dass diese Kappen hier aus Plastik sind. Und die hier sind aus Metall. Also eigentlich war das hier schon Schwachsinn, das rauszuwerfen, glaube ich. Ne? Egal, kommt raus, wird dann quasi zugemacht. Dichtungen werden neu gemacht, weil eine habe ich jetzt extra mal drin gelassen. Die sind so extrem hart, diese Dichtungen. Also das hätte nicht mehr, glaube ich, nicht mehr lange geklappt oder funktioniert, dann wäre das undicht geworden. Also die sind ziemlich fest, die Dinge. Kommen natürlich alle neu, alle Dichtungen. AGR-Verschlussdeckel auch bestellt, da kommt dann auch hoffentlich die Tage dann noch. Und dann baue ich den ganzen Klapperrad später zusammen. So, ich habe jetzt zwischenzeitlich, bevor wir losgelegt haben, habe ich hier mit Liqui-Moly Induktoren und Glühkerzen, Reiniger oder keine Ahnung, Löser. Jetzt hier mal die ganzen Kerzen eingesprüht. Ich mache es jetzt einmal nochmal für euch, fürs Video. Das soll 15 Minuten einwirken. Ich habe jetzt, keine Ahnung, wie viele Durchgänge haben wir jetzt? 4 Stück oder so. Die Leute sagen auch, der Motor soll am besten dabei laufen, aber geht bei dem Motor nicht, weil dementsprechend überhaupt keine Ansaugbrücke mehr drauf ist. Jetzt hole ich mal meine Spezialnuss und dann probieren wir das abzureißen, in der Hoffnung, dass es nicht abreißt. Ja, vielleicht. Weil dann, bin ich ehrlich, dann können wir die Karre wegwerfen. Ich brauche nicht den Kopf ab. Also wenn 3 von 4 gewechselt werden können, wäre ich schon happy. Ne? 2 von 4 wäre auch gut. Also das heißt, wenn sie jetzt abreißt, dann lass es einfach drin stecken. Und so ist mir gerade egal sein. So, Moment der Wahrheit. Boah, schon man soll nicht mit Kraft machen. Das ist, ich weiß halt nicht, das ist halt schon, also ich, das ist schon fest, finde ich. Ja, was soll man sonst machen? Wenn es nicht mit Kraft aufgeht, dann... Innsprüh. Oh? Also ist jetzt. Das geht alles nicht schön. Das Problem ist, das ist jetzt ein ganz kleines Gewinde. Ne? Das kann auch nicht viel Drehmoment aushalten, bevor das abreißt. Das geht auch viel zu schwer. Ich weiß nicht, hopp oder top. Halt mal mit wirklich. Mal sprühen. In der Zwischenzeit erzähle ich euch, was noch so passiert ist. Mitkommen. Schon im Video wäre schön wegpixeln, dass man es nicht sieht. Kann ich nicht. Nee, so. Ja, ja, schon klar. Du musst ja was sagen, schaut's nicht drauf. Ja, ich habe nur was gekauft. Dezent. Das ist eine Brauerei hier bei uns aus der Gegend. Ne? Ist aus dem verhassten Saarland, in Anführungszeichen. Mir persönlich ist das total egal, ob das jetzt Saarländer sind oder nicht. Die will eh keine, egal ob die jemand leiden will oder nicht. Ja, und das ist ja von der Brauerei Karlsberg-Urpilz. Richtig gutes Bier. Und eigentlich eine lustige Story dazu, weil wenn du dich umdrehst, liegt da noch so ein Ding. Und draußen liegt noch so ein riesiger Kasten. Ne, das ist aus Alu. Ne, das sind Aluplatten zurechtgedengelt. Und da sind halt dezent viele Leuchtstoffröhren drin. Und da habe ich das, weil ich dieses letzte Taiku RC Ding da hier gekauft habe, weil ich dachte, ach, könntest du mal gucken, was noch so als Leuchtreklame gibt bei mir um der Umgebung, weil ich finde, das ist einfach sexy, das ist Werkstattromantik pur. Und da habe ich das gesehen gehabt, war das inseriert, zweimal dieses Schild und übrigens, also ich weiß nicht, wie groß das jetzt auf der Kamera oder bei euch jetzt im Wohnzimmer oder auf dem Handy oder sonst wo rüberkommt, ihr müsst euch vorstellen, das Teil ist 2,50 Meter breit und ist 1,70 Meter hoch. 1,65 Meter oder sowas, aber mit diesem, da ist nochmal ein Rahmen drüber, kommt es eigentlich auf 1,70 Meter. Also das Ding ist riesig von seinen Abmaßen, wie gesagt, aus Alu Gott sei Dank, sonst wäre es viel zu schwer. Leider ist mir dieser Neonkopf hier noch kaputt gegangen. Normalerweise wäre oben noch so ein Kopf drüber, das sieht man, da sind noch so 2 große Löcher drin. Der ist mir leider kaputt gegangen. Einer war schon kaputt, einer habe ich leider kaputt gemacht beim Saubermachen. Muss ich was bauen, aber egal. Die Dinger waren inseriert für 250 Euro. Und, also beide. Und da habe ich den Typ geschrieben, so du, ich habe da Interesse, aber nur eins, weil das ist so groß, was willst du damit machen? Und da habe ich gesagt, du, für einen Huni kaufe ich es. Alles klar.
Ja, ich bin da hingefahren und sau lustig eigentlich, der wollte das bei sich irgendwie in den Keller hängen, aber das kriegst du in keinen Keller der Welt. Das ist viel zu groß. Und dann hat er gedacht, er macht es draußen an die Hauswand, da hat er Stress mit seiner Frau bekommen, er musste dann verkaufen. Lustiger an der ganzen Story ist, hat er selbst geschenkt bekommen. Die einzige Bedingung war gewesen, er muss es selbst demontieren. Und dadurch, dass er irgendwie hier so Zugriff auf den Kran hat, hat er einfach von der Firma den Kran mitgenommen und hat das dann einfach eigenmächtig abgehangen. Mega cool, aber ich finde es nice. Mir gefällt das richtig gut. Also wenn ihr da noch so leuchtreklamenmäßig irgendwas noch auf Herzen habt, wo ihr sagt, das muss definitiv hier noch rein, gerne Bescheid sagen. Ich finde, jetzt wirkt das immer viel mehr Wohnliche, ne? Hier ist eine Leuchtreklame, hier haben wir so eine kleine Flagge, so eine Recaro-Flagge, das passt ja da zu mir. Dann mein Wohnzimmer, die Tile-Core-RC-Dinge, Hot Wheels, alles toll. So, was habe ich noch gekauft? Ich habe noch Betten gekauft, weil da habe ich mir gesagt, da will ich vielleicht was basteln. Aber eigentlich war es unnötig, ich hol's kurz mal raus. Ja, dann habe ich irgendwo noch Geld gefunden und habe da was interessantes Angebot bekommen. Ja, 4 Innenröhren OZ. Also 35 Löcher und 2 Außenbetten, glaube ich, das sind 2 Zoll oder 1 Zoll, keine Ahnung. Das habe ich einfach nur gekauft, weil es billig war. Ich habe echt keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber vielen Dank, Igor, dass er an mich gedacht hat. Mal gucken, ich bin jetzt am Überlegen, nochmal mindestens 2 Sterne zu kaufen, OZ Mito, die dann hardcore illegal bearbeiten, in Form von Aufschweißen, Fräsen, Löcher neu bohren, dass ich mir einen Satz 10x17 für ein Z3 Coupé mache, mit 4 Zoll Außenbett und 6 Zoll Innenbett. Mal so eine OZ-Felge vorne und hinten mal auf den Touring packen, das habe ich nämlich gemacht und das ist damn sexy. Also wenn einer noch 4 Sterne hat oder auch 6 Sterne hat, hätte ich Interesse. Also 2 Mito-Sterne definitiv. Wenn einer noch einen Satz Futura-Sterne hat, einen 17 Zoll, hätte ich Interesse. Oder halt irgendwas anderes, was OZ Racing gemacht hat. Ne? AC Schnitzer, glaube ich, Hamann. Da waren ein paar Firmen, die bei OZ damals die Felgen bauen lassen hat. Ne? Also ich glaube, mit OZ fahre ich gut, was Betten angeht, weil das blöd ist. Ne? Wenn ich jetzt sage, oh, ich mache mir jetzt dieses Bett hier auf BBS, geht nicht. BBS hat irgendwie, glaube ich, 37 oder 40 Löcher, ne? Also sie haben da alle ihr eigenes Lochbild, finde ich wieder mega beschissen, weil da könnte man nämlich viel mehr einfach so Zeug in allen Größen kaufen, weil so teuer ist das gar nicht, legt sich das alles so beisammen und dann kauft man sich einfach die Sterne, so wie man das will. Das finde ich cool, das macht mir Spaß. So, was haben wir das? Ist noch was gekommen? Geschenkemäßig? Nee. Aber wir können... Nee, können wir auch nicht. Nee, wir machen jetzt erstmal nochmal E46 und dann machen wir mal Felgen da drauf und dann war es das für heute. So, ich habe jetzt nochmal einwirken lassen. Aha! Ja, da muss doch wohl einfach mit Kraft dran gehen an die Nummer. Aber würde ich niemandem empfehlen. Vor allem, ich frage mich jetzt gerade, aber da kenne ich mich null aus, wie so ein Ding aussieht, wenn es kaputt ist. Ne? Also, bei so einer Zündkerze ist ja dann kein Steg mehr da. Was ist bei der Glühkerze? Generell ist das mein erster Diesel. Ne? Ich habe vorher noch nie einen Diesel gehabt. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe jetzt auch nicht, ich glaube nur der erste Zylinder war gut. Also das heißt, die müssen noch gut sein. Und laut Fehler auslesen waren alle anderen Glühkerzen Schrott. So, eine, also die könnten wir ja schon mal tauschen. Selbst wenn sie wenn jetzt eine abreißen würde oder alle drei, die restlichen drei abreißen würden, dann wäre es nicht so schlimm. Ah, easy. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das Spraywasser jetzt geholfen hat, ne? Oder ob das jetzt nur so Placebo war, weil ich habe ja jetzt doch Kraft aufgewendet. In dem Video, was wir gesehen haben, da hat er ja gar nichts gemacht, ne? Da war das so, als hätte er es dann nur mit dem Finger reingedreht. Wollen wir nicht gleich die andere Rinde drehen? Na, ich will erstmal alle 4 rausschrauben. Oh ja, die ist ölig. Das ist noch richtig gut hinzu, wenn die ölig sind. Also generell ist das eigentlich, was ich mache hier, total dumm, weil dieser Motor, der hat einfach 389.000 Kilometer runter. Ne? Eigentlich ist das hier alles verschenkte Kohle. Außer die Motoren halten 600.000, aber das bezweifle ich. Ist auch ölig. Da ist das Öl. Der ist einfach nur knusch, der Scheißdreck. Also bis dahin, von hier bis da sieht die eigentlich gut aus. Ne? Könnte ich mal Schmirgelpapier drüber verkaufen, ich als neu. So, hopp, eine muss so abreißen. Nein! Wäre doch langweilig, wenn das hier alles
klappt ohne Zwischenfälle. Wir sind ja dabei, doch vor uns zu sagen, was Lustiges passieren. Ja, ging auch einwandfrei. Langweiliges Video. Hätte ich davor dran gedacht, ne, oder davor gewusst, dass die Dinger da drunter hocken. Die gleich statt hier, Stahlklappen, Elite-Kit, Dichtung, etc. alles neu kaufen. Ne, so sind wir jetzt gezwungen zu warten, bis die Sachen hier geliefert werden. So, ich habe die jetzt mal einfach draufgepackt. 9x17, ich weiß gar nicht, was für eine Tätigkeit hat. Ich hatte 32, glaube ich. Habe aber eine 35er Spurplatte drunter. Warum? Jetzt müssten noch mal herkommen, rankommen. Und zwar habe ich hier diesen Brembo-Sattel. Also die 35er Platte ist so viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da 10 mm vielleicht sogar wegnehmen könnte. Und dass das immer noch passt. Ne? Sondern jetzt lasse ich das Auto mal ab. Und ich würde sagen, das ist schon schäffig. Ne? Auf der anderen Seite, ne, das sind jetzt 2,15er drauf. Laut Gutachten müssen 2,25er, glaube ich, drauf. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich trotzdem die 2,15 auf die 9J eingetragen bekomme. Das sollte nicht das Problem sein. Weil hier wäre auch dick genug Platz, dass man hier breiteren Reifen fahren könnte. Oder auch von mir aus vielleicht ein halbes Zoll breiteres Bett. Wäre vielleicht auch eine geile Nummer, wenn man hier jetzt vielleicht ein bisschen größeres Außenbett drauf hätte. Ne? Aber so optisch, sollen wir den vielleicht rausschieben? Wir schieben einfach das Stück hier hoch. Aber was wir noch uns kurz angucken können, ich habe meinen Motorraum ein bisschen hier schick gemacht. Ich habe die Verkleidung noch gefunden. Da hätte ich gerne auch eine Verkleidung drüber gemacht, aber das geht nicht. Die Verkleidung passt jetzt nicht mehr wegen der M50 Fuel Rail mit M50 Ansaugbrücke. Alles mal sauber gemacht, den den Bremsflüssigkeitsbehälter hinten richtig montiert. Und hier sieht man, den Schlauch hier muss ich noch neu machen, der ist zu kurz. Das ist für Kupplungsnehmer und Geber. Ne? Da muss ich noch was machen, das passt leider von der Länge her. Ne? Und dann muss ich an dem Kamerad weitermachen. Der Bremssatteladapter, den ich mal gezeigt habe von Epitech, der ist jetzt übrigens hier verbaut und das passt. Ne? Wir haben gesehen, der Bremssattel war ja montiert. Das konnte man alles drehen. Das heißt, das habe ich jetzt in Mache. Habe aber nochmal mit dem Jürgen drüber geschwatzt, dass ich das gern so haben wollen würde, dass man die Bohrung größer macht und eine sogenannte Bohrbuchse oder Buntbuchse reinsetzt. Dass man je nachdem, was für eine 5-Loch-Adaptierung mir fährt, das anpassen können. Hier habe ich eine Lösung, da baue ich 2,5 oder 2 mm auf. Bei Epitech sind es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob 7 oder 14 mm sogar waren, was man aufbaut pro Rad. Und das muss ja dann dementsprechend wandert ja auch dann der Reibring der Bremsscheibe mit. Und da muss der Bremssattel dementsprechend diese Distanz mitmachen. Ne? So viel kann der dann schlucken, vielleicht 2-3 mm, aber keine 7 und auch erst recht keine 14. Und diesen Adapter könnte man ja für alle möglichen 5-Loch-Lösungen benutzen, weil wir haben ja noch die anderen, da muss ich diese Adapter halt so fertigen lassen, dass ich dann, egal was für eine 5-Loch-Variante ich benutze, das dementsprechend ja, adaptieren kann, ne? Weil ich habe ja noch die Mapco-Dinger, also die Mapco-Lösung, und da würde ich natürlich auch gerne an der Bremsanlage bauen und 325 mm habe ich jetzt, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Doch, 325 mm sind das jetzt. Das war ultra günstig mit diesem Brembo-Scheiben von diesem Alpha 159 JTD oder wie das Teil heißt. Und das kann man halt für andere Anlagen auch benutzen. Ne? Und dann kann ich das so adaptieren, wie ich das gerne möchte. Ne? Vor allem, guck mal hier, das ist so toll mit der Hebebühne. Ne? Ich muss jetzt hier nichts mehr ziehen. Obwohl, ich muss jetzt nochmal neu einstellen. Ich habe das nämlich falsch eingestellt. Die hier muss noch ein Stückchen runter. Ne? Ich habe ja so komische Plastikplatten drunter gelegt, dass diese Bolzen hier rausgedrückt werden. Aber ich habe die einfach zu hoch gedreht durch die Synchronisation. Da habe ich was falsch gemacht. So, hopp, dann helf mal schieben. Oh, ich hoffe, mich versteht man überhaupt. Ne? Das ist jetzt ein bisschen windig. Ich habe es jetzt mal draufgepackt. Hinten, wie gesagt, jetzt einfach mal die Felge vorne dran gestellt. Und man muss halt dazu sagen, ich habe vorne, könnte ich geisteskrank tief drehen. Ich habe damals was gebaut mit Platten und allem möglichen. Total abenteuerlich. Ich glaube, da machen wir mal ein eigenes Video dazu, weil da auch Sturz und Vater am Werk ist. Also vorne das Ding, sage ich mal, vom Fitment zu machen wie hinten, gar kein Problem. Also überhaupt kein Problem. Bloß vorne hatte ich vorher, sage ich mal, ja, eine Art, wie nennt man das hier, Ballonreifen drauf. Und da habe ich das benötigt. Ne? Also wenn ich vorne jetzt noch mal gut 2 cm tiefer gehen würde, dann würde das optisch, denke ich, auch richtig gut kommen. Ja, weil momentan, also das ist affig. Also das würde ich nie mehr so fahren wollen. Aber so, ne? Finde ich, wirkt das richtig gut. Ich habe die 10x17er auf der Hinterachse schon drauf gehabt. Und das würde auch gehen mit meinem Brembo-Sattel. Ne? Also kein Problem mit der 4-Kolben-Porsche-Bremsanlage.
passt einwandfrei. Und ich könnte das sogar so fahren ohne Spurplatten. Hinten habe ich neben 5 mm Spurplatten drauf und das verpasst die Rondel 0058 nicht. Mit den Mythos gar kein Problem. Geht auch ohne Spurplatten. Ist dann zwar Arsch auf Eimer, aber dann könnte man vielleicht auch nochmal mit dem Außenbett vielleicht was spielen. Ne? Das war eigentlich jetzt dumm. Hätten wir eigentlich vorher machen sollen, wo das Ding auf die Hilfe war. Aber egal. Ich kann euch sagen, da wäre noch ein bisschen Platz. Vielleicht nochmal ein halbes Zoll, dass man nochmal rausgehen kann. Wäre eine coole Nummer. So, das war's jetzt. Genug erzählt, genug gezeigt. Ich freue mich, dass ich so tolle Sachen habe und so tolle Werbereklamen und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao. Wir sind noch schönes neues Jahr. Da kommt ein eigenes Video, das haben die Leute schon gesehen bis dahin, glaube ich. Weiß noch nicht.